Willkommen bei Finance TV. Wir haben heute eine sehr spannende Branche für Sie, Industriegase. Das Thema ist ein sehr altes und zugleich ein sehr junges Unternehmen. Sie werden es vielleicht noch kennen als Messer Griesheim. Heute heißt es Messer Gruppe. Bei uns ist der CFO Dr. Hans-Gerd Wienans. Herr Dr. Wienans, Sie haben in diesem Jahr eine schon beeindruckende Finanzierungsarbeit leisten müssen. Sie haben 300 Millionen Euro Ihres 2012 auslaufenden Bankverbindlichkeiten refinanziert. Mhm. Davon 200 Millionen Euro über ein USPP über 10 Jahre. Und den anderen Teil über einen revolvierenden Kredit, 150 Millionen Euro über 4 Jahre. Mhm. Froh, dass Sie das hinter sich haben? In jedem Fall. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde. Ursprünglich hatten wir geplant, dass wir die Refinanzierung erst im zweiten Quartal 2012 vornehmen, nämlich gemeinsam mit einem weiteren alten USPP in Höhe von 100 Millionen Euro, der genau im August 2012 fällig wird. Als wir dann aber Ende 2010 gesehen haben, dass die Finanzmärkte immer volatiler werden und insbesondere auch die Kreditkosten deutlich steigen, haben wir uns dann entschieden, den Prozess zu entzerren und zunächst einmal die Bankfinanzierung abzulösen bzw. zu refinanzieren auf die Art und Weise, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und das war für uns eine sehr, sehr interessante und auch attraktive Transaktion mit sehr, sehr guten Konditionen. Aber ich bin gleichzeitig auch sehr zuversichtlich, dass die noch anstehende Refinanzierung im August 2012 für den noch laufenden alten USPP auch in ähnlicher, erfolgreicher Art und Weise zu günstigen Konditionen wird laufen können. Beide Finanzierungsbausteine sind besichert. Mhm. Warum ist das so? Das ist ein Relikt aus alten LBO-Zeiten. Wir haben ja 2004 als relativ neues Carve-Out-Unternehmen gestartet in einem Umfeld, wo wir doch im Vergleich zu unserem Umsatz und unserer Profitabilität relativ hohe Schulden an Bord hatten. Deswegen wurden wir 2004, 2005 immer noch als LBO-Kandidat gesehen. Und gerade im Jahr 2005 haben wir eben den ersten USPP damals begeben mit einer Laufzeit von 10 Jahren, der jetzt im Jahr 2015 beziehungsweise auch schon im Jahr 2012 ausläuft. Und dieser war natürlich besichert, und zwar bis zum Ende der Laufzeit. Mit der Folge, dass alle Folgefinanzierungen genau bis zu diesem Zeithorizont auch besichert sein müssen, sprich bis August 2015, weil anderenfalls die Folgefinanzierungen subordiniert gewesen wären gegenüber dem USPP aus dem Jahr 2005. Und das machen die Kreditgeber normalerweise nicht mit. Können Sie etwas genauer sagen, was für Garantien Sie da geben mussten? Also wir haben bei den größten Landesgesellschaften, wir sind ja ein sehr lokal aufgestelltes Unternehmen mit über 30 Landesaktivitäten, bei den größten Landesgesellschaften haben wir sowohl die Anteile verpfändet, als auch Cross-Guarantees gegeben. Also jede große Landesgesellschaft haftet und bürgt für das gesamte Finanzierungspaket. Und das Wichtigste, auch wenn man jetzt sich den Verschuldungsgrad der Messer Group anschaut, das ist die Tatsache, dass wir einen Covenant abgegeben haben, der uns dazu verpflichtet, bei der Net Debt to EBITDA Ratio nicht den Faktor 3,0 zu übersteigen. Wobei wir unternehmensintern mit dem Aufsichtsrat insbesondere und auch mit der Familie vereinbart haben, dass diese Covenant faktisch auf 2,5 abgesenkt wird. Und kriegen Sie da auch bessere Konditionen am Schuldscheinmarkt als am Bondmarkt? Also wenn man mal vergleicht, was wir jetzt für die 10-jährigen USPPs bezahlt haben, also der Coupon, der dem zugrunde liegt, und das vergleichen mit den europäischen Niveaus, die wir im Juni, das war ja genau der Zeitpunkt der Refinanzierung, gesehen haben, da kann man so Pi mal Daumen sagen, dass der Coupon, den wir für 10 Jahre zahlen, den hätten wir in Europa für 7 Jahre zahlen müssen. Ist also von den Konditionen her sehr attraktiv, was wir da gemacht haben. Und zudem kommt noch hinzu, dass wir wahrscheinlich in Europa gewisse Probleme gehabt hätten, überhaupt auf 10 Jahre Laufzeit zu kommen. In Europa ist bei 7 Jahren ja häufig schon die Schmerzgrenze. Und insofern sind wir da rundum zufrieden. Das dritte Element Ihrer Unternehmensfinanzierung ist die Offshore-Finanzierung in China. Mhm. Könnten Sie uns da bitte die Konstruktion erklären? Die Konstruktion sieht so aus, dass wir für China ein sogenanntes Ring-Fencing-Konzept entwickelt haben. Wir haben gesagt, wir wollen an dem Wachstum des chinesischen Marktes, insbesondere des Industriegasemarktes, partizipieren. Wir wollen aber andererseits auch Risiko minimieren. Was bedeutet Risiko minimieren? Risiko minimieren bedeutet an der Stelle, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, alles, was wir in China investieren, muss lokal finanziert werden aus dem lokalen Cashflow beziehungsweise durch lokale Kreditaufnahmen. Wir nehmen weder Geld aus China raus, noch geben wir Geld nach China rein. Das bedeutet Ring-Fencing-Konzept. Und um das eben auch zu unterstützen, haben wir Kredite in Gesamtvolumen von 80 Millionen Dollar aufgenommen, bei insbesondere europäischen Banken und einer einzigen japanischen Bank. Das hat zwei enorme Vorteile.
Wenn Sie lokal sich in RMB finanzieren, in China selber vor Ort, zahlen Sie heute deutlich mehr als 7% Zinsen. Zum einen im Vergleich zu etwa 2%, die wir bei den US-Dollar-Offshore-Darlehen zahlen. Und der weitere Vorteil ist, wenn Sie ein US-Dollar-Offshore-Darlehen finanzieren, haben Sie auch die uneingeschränkte Möglichkeit, sich an Wertsteigerungen des RMB gegenüber dem US-Dollar zu beteiligen und davon zu partizipieren. Was im besten Fall sogar so weit gehen kann, dass die Wertsteigerung und die Aufwertung das Zinsniveau übersteigt und Sie deswegen sogar negative Finanzierungskosten haben. Mhm. Wir haben eben über Ihre europäischen Finanzierungen gesprochen. Darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Hatten Sie in Ihren ganzen Verhandlungen nie, beziehungsweise die US-Finanzierung, hatten Sie dabei nie ein Rating-Problem? Nie, wirklich nie. Aus dem ganz einfachen Grund, wir arbeiten da mit denselben Bankpartnern, das ist also nicht USPP finanziert, das ist alles bankenseitig finanziert. Wir arbeiten da mit denselben Bankpartnern zusammen, die wir auch in unserer Bankenlandschaft vorfinden. Und wir haben da einfach das Vertrauen der Banken gewonnen, uns auch in der Beziehung zu unterstützen, insbesondere von einem ganz banalen Hintergrund. Wir haben 2004, als wir angefangen haben in China, konsolidiert etwa 40 Millionen Euro Umsatz erzielt. Wir machen heute 300 Millionen. Wir haben in der Zeit 350 Millionen Euro in China investiert. Das entspricht etwa einem Umsatzwachstum von 22% pro Jahr im Durchschnitt. Und wir haben trotzdem die 80 Millionen Dollar, die ich eben erwähnt habe, das sind im Wesentlichen Kreditlinien. Wir haben trotzdem so gut wie keine von den Kreditlinien bisher gezogen. Was einfach zeigt, dass das Geschäft sehr gut auf eigenen Füßen steht, dass es sehr cashflow-stark ist, trotz der hohen Investitionen. Und das überzeugt auch die Banken am Ende des Tages, dann den Weg mit uns zu gehen. Herr Dr. Wienans, kommen wir zu den drei geschlossenen Fragen von Finance TV. Sie haben 2009 und 2010 massiv in Ihr Wachstum investiert. Die CapEx-Rate lag bei 25% und 20% des Umsatzes. Halten Sie das dauerhaft so aufrecht? Mit Sicherheit ja. Für nächstes Jahr haben wir wieder einen CapEx von 260 Millionen Euro ausgewiesen. Und dieser Trend wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Sind für Sie USPPs langfristig attraktiver als Unternehmensbonds? In jedem Fall. Werden Sie auch weiterhin eine EBITDA-Marge von über 22% aufrechterhalten können? Wir tun alles, um das zu erreichen, insbesondere auch, um dadurch unseren weiteren Wachstumskurs und die hohen Investitionen zu unterstützen und am Ende ein wirklich gesundes, cashflow-seitig gesundes Unternehmen zu haben. Vielen Dank, Herr Dr. Wienans, für diese Einschätzung. Ein spannendes Thema, ein flüchtiger Stoff, kein flüchtiges Unternehmen, das wir Ihnen heute vorgestellt haben. Schauen Sie morgen wieder rein bei Finance TV, dann haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie. Einen schönen Tag noch.